Guten Morgen. Ab heute gibt es wieder Frühstücksgeschichten hier aus der Schule. Und die Frieda-Geschichte von heute heißt Fußball. Oma, schreit der Frieda und zupft an Omas Rock. Oma, ich möchte so gerne Fußball spielen. Spiel mit mir. Ja, lässt du mich gleich los, Rotzbub, zittert die Oma. Eine alte Frau ist doch kein D-Zug und ein Fußballspieler schon gar nicht, dass du es nur weißt. Ich muss jetzt bügeln. Und damit verschwindet die Oma in der Küche. Frieda mault hinterher. Nie und nie spielst du mit mir, dumme Oma. Aber er mault nur leise, damit die Oma es nicht hört, und dann zieht er ab ins Kinderzimmer. Wenn die Oma nicht will, dann will sie nicht, das weiß er schon längst. Im Kinderzimmer greift der Frieda missmutig nach dem Fußball. Schön ist er, groß und schwer und schwarz-weiß, wie in echt. Missmutig lässt er ihn über den Boden kullern, kickt ein bisschen dagegen, hebt ihn auf, lässt ihn wieder fallen. Blöd, niemand spielt mit ihm. Und Fußball schon gar nicht, wo er doch aber gerade so Lust drauf hat. Zornig haut er auf den Ball, dass er noch hochspringt und geradeweg ins Bett hüpft. Frieda schnappt ihn sich wieder, legt ihn sich vor den Fuß, den rechten, kickt ihn im Bogen, saust der Ball gegen die Schranktür, boing, das knallt. Frieda grinst, spielt er eben alleine Fußball, wenn die Oma ja nicht will. Es geht ganz gut ohne die Oma, prima sogar. Er schnappt sich wieder den Ball und kickt gleich nochmal, wieder gegen die Schranktür, das knallt diesmal noch mehr. Ja, bist du denn verrückt, schreit die Oma aus der Küche. Schluss jetzt, da kann ja kein Mensch in Ruhe bügeln. Selber schuld, denkt der Frieda, aber er sagt nichts, sondern kickt verbissen weiter. Diesmal ins Spielzeugregal, Volltreffer. Eine Schachtel mit Legosteinen prasselt zu Boden. Das ist schön laut, herrlich. Was machst du denn da, schreit die Oma wieder aus der Küche. Das Haus stürzt ja ein. Ich spiele bloß ein bisschen, ruft der Frieda zurück. Und hat schon wieder den Fußball vorm Fuß. Es ist nichts passiert. Ich bin zwar eine alte Frau, aber taub bin ich nicht, zittert die Oma. Spiel leiser, haben wir uns verstanden? Jetzt nicht, denkt der Frieda und holt aus und schießt einen gewaltigen Schuss. Mitten in die Bauklötze hinein. Der Pappkarton kippt um und die Bauklötze poltern heraus. Tor, brüllt der Frieda. 1:0 für mich. Und er packt den Ball und legt ihn wieder vor seinen Fuß und holt weit aus und zielt und boing. Landet der Ball in der Fensterscheibe. Es klirrt und Frieda steht verdutzt und der Ball ist draußen und die Fensterscheibe ist kaputt. Auweia, das hat er nicht gewollt. So, jetzt reicht's. Die Oma reißt die Tür zum Kinderzimmer auf und bleibt erstarrt auf der Schwelle stehen. Nein, ächzt sie. Doch, flüstert der Frieda und beide beschauen mit großen Augen das gezackte Loch in der Fensterscheibe. Und dann heult der Frieda los und die Tränen hüpfen nur so über seine Wangen. Oma, das hab ich nicht gewollt. Er dreht sich zur Oma und drückt seinen Kopf an ihre Schürze. Oma, schluchzt er, es tut mir so leid. Mir auch, sagt die Oma und betrachtet kopfschüttelnd den Schaden. Was geschehen ist, ist geschehen, sagt sie. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Frieda schluchzt jammervoll auf. Oma, was machen wir denn jetzt? Das Fenster soll wieder heile sein. Und da zetert die Oma los. Ja, was meinst denn du? Von selber wächst das nicht zusammen, das Fenster. Da muss der Glaser her. Was für ein Umstand, was für ein grausiger. Und bloß, weil du im Zimmer Fußball hast. Wer macht denn sowas? Das möchte ich gerade mal wissen. Der Frieda sagt nichts. Der Frieda steht und weint und klammert sich an die Oma. Da packt sie ihn um die Schulter und schiebt ihn zur Tür und sagt, so, und jetzt gehen wir erstmal den Ball holen. Und sie schiebt den weinenden Frieda die Treppe runter. Der Ball liegt im Vorgarten, still, schwarz-weiß und friedlich. Und Scherben liegen da auch, nicht viele, aber immerhin. Dass du mir die nicht anfasst, sagt die Oma und bückt sich und sammelt vorsichtig die Scherben zusammen und legt sie auf ein Häufchen. Fehlt gerade noch, dass du dich schneidest. Frieda steht und schluchzt und langt nichts an. Die Oma hebt den Ball auf, guckt auf den Ball, guckt hoch zur zerbrochenen Fensterscheibe und murmelt, und gerade das Fenster habe ich morgen putzen wollen. Das brauchst du jetzt nicht mehr, Oma, flüstert der Frieda und schnieft und wischt an den Tränen herum. Lausebengel, sagt die Oma und hat noch immer den Ball in der Hand. Nachdenklich schaut sie drauf und dann sagt sie ganz langsam, na ja, wenn wir schon unten sind. Und sie legt den Ball vor sich hin, holt kräftig aus und kickt den Ball und der Ball fliegt dem Frieda an den Kopf. Aua, sagt er und greift sich an den Kopf und greift nach dem Ball. Aber Oma! Schieß zurück, schreit die Oma. Und 2 Wochen gibt's kein Eis. Strafe muss sein. Frieda schnieft und Frieda nickt und Frieda wischt sich die Tränen weg. Dann grinst er und schießt den Ball zurück. Die Oma fängt ihn geschickt auf und kickt zurück
Und Frieda schmeißt sich dem Ball entgegen und hält ihn. Wäre ein Tor gewesen, japst die Oma. Platz da, jetzt klappt's. Und wieder holt sie mächtig aus und kickt und diesmal saust der Ball ins Tulpenbeet, in das, was friedlich rot und gerade im Vorgarten gepflanzt ist. Aber Oma, schreit der Frieda und muss noch mehr grinsen. Aber dann springt er rasch zum Tulpenbeet und holt den Ball raus. Drei Tulpen sind umgeknickt. Abgebrochen sind sie zum Glück nicht. Aber Oma, sagt der Frieda nochmal, wenn man hier auch nicht ordentlich spielen kann, beschwert sich die Oma, nirgends ist Platz. Der Frieda nickt und schaut hoch zum zerbrochenen Fenster. Da nimmt ihn die Oma an die Hand und sagt, jetzt gehen wir in den Park zum Fußballspielen. Und Ball, Frieda und Oma ziehen in den Park. Und dort spielen sie, bis sie müde werden. Oma und Frieda, der Ball nicht. Aber die meisten Tore, die hat die Oma geschossen. So, das war die Frieda-Geschichte für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!